Hey Leute, Alex hier. Im heutigen Video geht es um 5 Gym-Fehler, die dich fetter machen. Beziehungsweise, ein bisschen netter ausgedrückt, die dafür sorgen, wenn du diese machst, dass du weniger Kalorien verbrennst und insgesamt mit dem Training dir das Abnehmen schwieriger machst. Beziehungsweise anders gesehen, das sind Sachen, die du wissen solltest, fokussieren solltest, richtig machen solltest, damit du, was dein Ziel Abnehmen oder aber auch Fettabbau angeht, das maximal herausholen kannst und mit dem Training die richtigen Sachen angehst und fokussierst. Damit herzlich willkommen, lass schon mal ein Like, ein Abo da, let's go. Mit der häufigste Fehler, der leider immer noch viel zu oft gemacht wird, ist, dass viele, die abnehmen wollen, Cardio-Training immer noch fokussieren. Ich denke eigentlich immer, das weiß doch jeder von euch, aber wenn ich in den Gyms immer gucke, sehe ich immer wieder Menschen, die wollen abnehmen, fokussiert abnehmen und machen jedes Mal nur Cardio-Training. Deshalb muss ich diesen Punkt hier heute auch einmal mit reinpacken. Macht Krafttraining, fokussiert Krafttraining. Ergänzen könnt ihr natürlich Cardio-Training machen. Cardio-Training ist wichtig fürs Herz, hat viele Vorteile. Ja, wenn es um das Kalorienverbrennen in der Trainingseinheit an sich, aber auch im Nachhinein ist durch den Nachbrenneffekt, weil wenn ihr die Muskeln trainiert, Krafttraining sehr intensiv macht, und die Regeneration, den Muskel im Nachhinein wieder, ich sag mal, regenerieren muss, die Regeneration stattfindet, verbrennt ihr dabei viel mehr Kalorien als in dem reinen Cardio-Training an sich. Und hinzu kommt natürlich noch, habt ihr mehr Muskulatur, ist auch euer Grundbedarf, auch wenn es nur minimal ist, aber höher. Und deswegen hier, diesen Fehler solltet ihr nicht machen. Und wenn das für euch nichts Neues war, dann sind vielleicht die nächsten 4 Punkte was Neues für euch. Der nächste große Fehler, den ich leider auch immer noch viel zu oft im Fitnessstudio sehe, ist, dass ganz, ganz viele mit einer nicht hohen Intensität trainieren. Und ich rede bei Trainingsintensität, bei einer hohen Trainingsintensität, nicht von einem HIIT-Training. Und ich rede davon, dass ihr in eurem Kraft-Fitness-Training darauf achtet, dass ihr eine kurze Pausenzeit habt, dass ihr dort eine Intensität, die Intensität hochhaltet. Es gibt vor allem 2 Sachen, durch die ihr das machen könnt. Vor allem, wenn ihr abnehmen wollt, sind das 2 Sachen, die ihr mindestens ein bisschen mit einbauen wollt. Und zwar Doppelsätze oder Supersätze. Ganz, ganz einfach erklärt. Was ist ein Supersatz? Ein Supersatz bedeutet, wenn ich beispielsweise eine Übung für die Brust mache, dass ich danach dann nicht da einfach nur rumsitze und 90 Sekunden Pause mache und dann die zweite Runde, sondern als Beispiel eine Übung für die Brust mache und direkt danach den Muskel auf der anderen Seite eine Übung für den Rücken mache. Dann eine Pause und dann beides nochmal, weil dann ist die Pause kürzer. Ihr macht 2 Übungen direkt hintereinander und habt somit eine höhere Trainingsintensität. Das andere, was ich, wenn ich abnehmen würde und bei allen meinen Kunden, mit denen ich abnehme oder die abgenommen haben, immer fokussiere im Training, sind die sogenannten Doppelsätze. Doppelsätze heißt, ihr macht eine Übung und danach direkt mit dem halben Gewicht nochmal. Das ist, by the way, auch was den Muskelreiz angeht, den Muskelaufbau, eine effektivere Variante. Aber gerade wenn es um das Abnehmen, um die gesamte Trainingsintensität angeht, ist das genau das, was ihr braucht, wenn ihr abnehmen wollt. Bitte jetzt aber nicht, wenn ihr Stand jetzt 7 Übungen in eurem Trainingsplan habt, bitte nicht alle 7 Übungen einen Doppelsatz und einen Supersatz machen. Dann ist das viel zu viel für euren Körper. Aber bei der einen oder anderen Übung, hängt auch ein bisschen von eurem Fitnesslevel ab, ist das eine Sache, die ihr 100% mit drin haben solltet. Und ihr werdet es merken, wenn ihr das erste Mal umsetzt, ihr schwitzt mehr, ihr werdet mehr gefordert, ihr verbrennt mehr Kalorien und macht definitiv etwas gegen oder für den Fettabbau. Der dritte Fehler ist, zu sehr in der Komfortzone drin zu bleiben. Und ja, ich weiß, der Mensch an sich, wir sind dafür gemacht, dass wir in der Komfortzone drin bleiben. Wenn du aber konstant gute Fortschritte, konstant gute Resultate erzielen möchtest, dann muss es ein Standard sein, dass du konstant im Training aus deiner Komfortzone Training für Training, Woche für Woche rausgehst. Und es gibt dir vor allem einen Fachbegriff, der für dich hier relevant ist, und zwar Progressive Overload. Ganz einfach erklärt, was nichts anderes heißt, das ist das, was beim Muskelaufbau relevant ist, und zwar, dass du fokussierst, dass du regelmäßig deine Gewichte steigerst, dich regelmäßig verbesserst, das Training halt regelmäßig anstrengender machst. Wenn du das fokussierst, konstant in deinem Training, konstant als Standard aus deiner Komfortzone rauszugehen, mal ans Muskelversagen zu gehen, mal dir wirklich in den Arsch zu treten und Gas zu geben, egal was in dem Alltag gerade anstand, egal ob du ein bisschen platt bist, egal ob du keinen Bock hast oder ähnliches, das musst du fokussieren, Training für Training. Und wenn du das meisterst, wirst du konstant mehr Kalorien verbrennen, konstant dein Training so gestalten, dass du dir das Abnehmen leichter machst und somit dann auch wirklich am Ende des Tages Fett verlierst. Der nächste Fehler geht mit dem vorherigen Fehler überein, und zwar immer das Gleiche zu machen. Man geht ins Training, man hat immer die gleichen Übungen, man hat eine gute Routine aufgebaut, das ist auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite der Nachteil, weil man dann immer die gleichen Bewegungen, die gleichen Wiederholungen macht. Und ein gleiches Training, was sie über mehrere Wochen macht, ist irgendwann nicht mehr ansatzweise so effektiv, was das Fordern des Körpers, die Intensität, das Kalorienverbrennen angeht.
Sogar eher noch mehr im Nachteil, als viele denken. Denn wenn ihr immer exakt das Gleiche macht, verbrennt ihr nicht immer nur gleich viele Kalorien und steigert euch da nicht, sondern euer Körper gewöhnt sich an die Belastung, an die Bewegung. Das heißt, wenn ihr das ein gleiches Training seit Wochen, Monaten macht und euch nicht gesteigert habt mit dem Gewicht, mit der Übungsauswahl, was ergänzt habt oder mit der Technik was verbessert habt, werdet ihr mit dem exakt gleichen irgendwann wesentlich weniger Kalorien verbrennen, weil euer Körper so schlau ist. Der passt sich an. Was mal eine Belastung war, ist irgendwann keine Belastung mehr. Und deswegen müsst ihr hier fokussieren, immer mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Was aber nicht heißt, dass ihr alle 4 Wochen einen neuen Trainingsplan braucht. Bei manchen, je nach Fitnesslevel und je nachdem, wie ihr Fortschritte macht, macht es Sinn, auch mal nach 4 Wochen schon die eine oder andere Übung zu ergänzen, zu ersetzen. Bei manchen aber erst nach 3, 4, 5, 6 Monaten. Ihr müsst halt darauf achten, kann ich mich noch steigern? Habe ich mich gesteigert? Wenn nicht, müsst ihr irgendwas verändern. Das ist dann genau der Zeitpunkt und das ist wichtig, dass ihr das immer im Hinterkopf behaltet und immer mit fokussiert. Und du merkst gerade, oder ihr merkt gerade, dass die Intensität mit diesen Punkten, die alle auch irgendwie relativ ähnlich sind, sind aber die entscheidendsten, wenn es halt darum geht, mit dem Training den Fettabbau zu supporten. Fehler Nummer 5, zu viel Gerätetraining und zu viel freies Training. Ist ja auch klar, Gerätetraining ist ein bisschen entspannter, man setzt sich hin. Natürlich kann man da auch Gas geben, auch schwitzen, aber das im Vergleich zu einem freien Training, ein freies Training fordert euren Körper insgesamt viel, viel mehr. Klar, weil mehrere Muskelgruppen gleichzeitig arbeiten und ihr wisst es auch, ihr kennt es. Deshalb macht man auch, wenn man gerade mal eher ein bisschen platt ist, eher nicht so Bock hat aufs Training, geht man eher an die Geräte, weil das ein bisschen entspannter ist. Aber passend zu den Punkten davor, wenn ihr abnehmen wollt, Fett verlieren wollt, müsst ihr aus der Komfortzone raus und hier eher freieres Training machen. Und auch wenn ihr Fitnessanfänger seid und vielleicht sagt, ja, ich mache nicht so viel freies Training, ich fühle mich da nicht sicher. Du kannst bei den Gerätetrainings, by the way, an einem Gerät auch eine Menge falsch machen und fang noch mit einem leichteren Gewicht an, bei den freien Übungen. Weil wenn du das damit nicht anfängst, wann dann? Dann wirst du auch in einem Jahr, in 2 Jahren noch sagen, ich traue mich da nicht so ran, obwohl du schon 1, 2 Jahre im Fitnessstudio trainierst. Fang also an mit freierem Training. Es müssen nicht alle 7, 8 Übungen im Training frei sein. Aber guck, dass du, wenn du noch gar keine hattest, 1, 2 freie Übungen ergänzt. Trau dich daran. Leichte Gewichte. Bring dir die Bewegung ein bisschen bei. Weil da wird der Körper einfach viel mehr gefordert. Die Muskeln werden mehr gefordert. Du verbrennst mehr Kalorien. Und das ist das, was du fokussieren musst, was wir bei diesem Ziel haben wollen. Also Leute, das war's mit den 5 Gym-Fehlern, die ihr nicht machen solltet, wenn ihr Fett abbauen möchtet. Und vielleicht waren jetzt nicht alle Punkte für euch extrem neu. Aber auch darum geht es gar nicht, gerade auch was die Komfortzone angeht. Der Progressive Overload, die konstante Steigerung, Verbesserung im Training, Doppelsätze, Supersätze. Manche musst du noch einfach daran erinnert werden und Sachen wieder aktiver, fokussierter machen, um im Training mehr rauszuholen, um bei eurem Fitnessziel mehr rauszuholen, was das Abnehmen, den Muskelaufbau etc. angeht. Aber heute ging es ja mehr um das Abnehmen. Und wenn ihr sonst noch bei eurem Training das Maximale rausholen wollt, bei der Ernährung oder beim Training oder bei der Regeneration Sachen upgraden wollt, wodurch ihr schneller, besser Fett verliert, könnt ihr euch mein E-Book holen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort steht auf knapp 50 Seiten alles drin, was ihr sonst noch upgraden könnt, upgraden solltet, wissen solltet, um halt viel, viel schneller bessere Fortschritte zu machen. Und ansonsten lasst ein Like, ein Abo da, wenn dir das Video geholfen hat. Wir sehen uns im nächsten Video.